Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Civilization 5. Ich bin Harden und ich versuche hier gerade mit den Franzosen den Kultursieg zu erlangen. Und wir schauen uns mal gleich an, wie gut es da eigentlich aussieht. Siege und Fortschritte. Also, die Spanier haben wir zu 15,2% beeinflusst. Diplomaten hingesendet. Dann haben wir die Russen schon fast 10%. Die Maya sind noch ein bisschen knapp. Und am wenigsten haben wir bei den Schweden dann Einfluss. Dann kommen die Irokesen mit 34,4. Und dann gleich die Portugiesen mit 31,4. Das sieht alles ganz gut aus. Der technologische Fortschritt, ne? Ich will aber wirklich mal versuchen, einen Kultursieg zu schaffen, bevor ich den Techniksieg schaffe. Das ist immer so ein bisschen kritisch. Und mir fehlen noch 5 große Kulturen, die mir unbekannt sind. Okay, so, dann schauen wir doch mal. In 2 Runden ist die Archäologie fertig, dann kann ich auch den Louvre bauen. Ich würde ja am liebsten ein Weltwunder noch in den anderen Städten bauen. Ich glaube, ich habe welche in Paris, in Orléans, in Lyon und Troyes, aber keine in Tours oder Marseille. Und in was auch immer ich hier gründen werde. Habe ich eigentlich noch... Ach ja. Der wandert nach hier. Genau. Erstmal gucken, dass mein lieber kleiner Siedler da nicht alleine ist. So, und hier müssen wir jetzt eine Produktion wählen. Was haben wir denn zur Auswahl? Also am liebsten mache ich immer als erstes... Das, was mir mehr Produktion bringt, weil das dann alles weitere beschleunigt. So, Seehafen plus 10 Produktion und Gold, plus 1 Produktion und Gold von Meeresressourcen, die von dieser Stadt bewirtschaftet werden, plus 15 Produktion. Ja, also ich glaube, ich habe nichts weiter, was so direkt meine Produktivität steigert. Da habe ich, glaube ich, mit der Windmühle schon alles gebaut. Dann sollte ich jetzt vielleicht eher versuchen, Kultur und Zufriedenheit zu steigern. Dann würde ich doch sagen, fangen wir mit dem Zirkus an, weil der nichts kostet, und dann das Kolosseum. Genau. Denn ich habe ja immer noch die Devise, dass die Hälfte meiner Zufriedenheit, die übrig ist, auf meine Kultur aufgeschlagen wird. Also sollte ich mir ein zufriedenes Volk basteln. So. Apropos zufrieden, ich habe noch 2 Runden, bis das nächste Weltwunder gebaut werden kann. Also werde ich hier lieber einen Siedler basteln. Und ich fürchte, hier lasse ich mich auch letztendlich... Freibeuter, Züge 5, Züge 4... Freibeuter sind noch stärker, es gibt einfach keinen Grund mehr, Karavellen zu bauen. Oder? Okay, ja. Fregatten wären noch eine passable Alternative. Ne? Ansonsten brauche ich das ja eigentlich alles gar nicht. Deswegen überlege ich gerade, was man so tun kann. Ich baue jetzt endlich die Gendarmerie. Hier wird der Seehafen gleich fertig. Gut, dann muss ich mir mal angucken. Galeasse. Ah, kein Zugang zur tiefen See. Na dann begibst du dich nach Orléans. Bleibst gleich mal hier. Dann werden meine Galeassen jetzt einfach... Ach, das ist ein Frachter. Gut, 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 gut. Der soll doch bitte weiter bestehen bleiben. Und dann denke ich, haben wir es. Und dann gucken wir mal, wie das nächste Runde so aussieht.
Rekust ile Junzilov jan ulodul jokol tin teche un pachtal un mechtal el basake. Ja, Botschaften nehmen wir gerne an, aber ist mal sehr faszinierend, wie die sprechen. Er guckt immer so ein bisschen niedergeschlagen. Ireis considerar esta oferta? Klar. Offene Grenzen mit Portugal bedeutet immer, dass Portugal und die Irokesen wieder bald im Krieg stehen. Aber da Portugal erstmal Städte kaputt macht, die zu dicht sind an mir, die zu dicht an mir dran sind, so rum, habe ich davon ja eher was. Ah, noch so eine Galeasse. Die schicke ich, glaube ich, mal alle zurück. Da oben hatte ich noch eine gesehen. Achso. Hier sind die Maya. Da sind die Russen. Ich überlege gerade, ob ich den nicht einfach losschicke. Zum Erkunden. Und wenn da die Russen sind, na, das wird noch alles eine Weile dauern. Gucken wir es uns einfach mal an. Du wartest hier noch deine Züge. Und du kannst hier nichts Sinnvolles machen zurzeit. Okay. Dann nicht. Dann. Das ist ein Arbeiterboot. Das ist noch ein Arbeiterboot. Dann schicke ich dich rüber. Zurzeit sollte das hier eine friedliche See sein, da sollte man das machen können. Okay, das ist... Ich glaube, ich habe Handel, der von Troyes ausgeht. Das ist mir nicht so wichtig, ich würde jetzt erstmal den Zoo bauen. Genau. Und dann ist es ja auch soweit. Museen. Und dann wird's lustig. Dann werden wir wahrscheinlich in Lyon die Großproduktion von Archäologen starten. Na, Irokesen und Portugiesen. Ich glaube, der Krieg wird noch nicht so schnell zu Ende sein. Wer sich der Geschichte nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. George Santayana. Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und ihn satt machst, dann wird er dich nicht beißen. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen Hund und Mensch. Das ist böse. So böse sind wir doch gar nicht. Ach so. Ah. Aber die habe ich ja deswegen bauen können. Nun gut, dann bauen wir hier noch eine Mine. Und hier haben wir noch einen Siedler. Der könnte ja... Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich versuche mal hier drüben irgendwie was zu finden. Das Meer scheint allgemein sehr friedlich. Und habe ich denn jetzt Zitronen? Tatsächlich. Ah. Luxusressourcen anzuschließen bringt wirklich was. Interessant. Okay. So, dich müsste ich ja aufwerten. Oh, zu einer Fregatte. Ja, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Dann kannst du nämlich die Weltmeere für mich erkunden. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Ha. Super, dann. Produktion. Nein, ich kaufe mir jetzt ein... Ein Inquisit, nein. Ich würde mir... Oh, ich kann mir große Musiker kaufen. Ha. Da lohnt sich ja Glaube auf einmal richtig. Nein, ich wollte mir einen Archäologen kaufen. Autob, ein Siedler. Ah, das geht hier wahrscheinlich noch nicht, weil ich noch keinen...
ändern. Museum. Nein, nicht Produktion ändern. Kaufen. Arbeiterboot, ja, das ist ja sehr schön. Aber hier habe ich auf jeden Fall. Man kann Archäologen nicht kaufen. Das ist aber ärgerlich. So. Hier wollte ich eigentlich den Louvre basteln. Warum geht das nicht? Jetzt bin ich raus. Ah, weil ich Erkundung nicht habe. Okay. So, das heißt, wenn wir hier raufgehen, Erkundung. Produktion an Küstenstädten, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Zufriedenheit mit der Hafen. Leuchtturm, das ist auch gar nicht so schlecht. Ein Hafen, Leuchtturm und 4 Produktionen an Städten mit Ostindien Company. Ah, das ist auch gut. Ich bin ja mit Ästhetik durch. Jetzt müsste ich mich ja eh entscheiden. Dann nehme ich als nächstes doch die Erkundung, damit ich dann... Ne? Das ist ja dann schon in ein paar Runden. Nun gut, dann werde ich erstmal ein Museum bauen. Und mich hier noch still verhalten. Bis der dann angekommen ist. So, dann schauen wir doch mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Oh Gott, Wissenschaft. Ah. Ich will gar nicht so viel Wissenschaft. Sondern hier, Fabrik ist nett. Big Ben. Ach, Big Ben ist mir nicht so wichtig. Schauen wir doch mal, was sich langfristig eher lohnt. Wenn ich das Schießpulver entwickelt habe, könnte ich danach Chemie nehmen. Das hilft mir aber auch nicht so richtig weiter. Außer, dass ich aufs Brandenburger Tor komme. Vielleicht irgendwann auf Dünger. Wo will ich denn hin? Luftfahrt. Eigentlich will ich doch zur Luftfahrt kommen. Genau. Na, dann machen wir das doch so, dass wir erstmal... Oder? Haben wir hier noch irgendwelche... Ah. 50% der Kultur für Weltwunder, Naturwunder und Modernisierungen. Wahrzeichen, Mall, Statue, Chateau... Wird zu Tourismus umgewandelt. Na, das ist doch cool. Wir nach Krankenhaus. Ja, das ist alles nett. Das ist alles irgendwie nett, aber irgendwie jetzt auch nicht total entscheidend für mich. Also ich denke, die Reihenfolge sollte so sein. Und dann sollten wir hier lang gehen. Genau. Das sind jetzt erstmal die beiden wichtigen Technologien. Broadway ist nett. Ja, Eiffelturm wäre natürlich schön. Plus 5 Zufriedenheit. Eiffelturm bringt das Zufriedenheit und Kultur. Plus 12 Tourismus. Okay. Das ist ein Tourismuswelt. Und das macht schon Sinn, aber ist lustig. So, den missionierst du jetzt hier erstmal. So weit kommt's noch. Und du bleibst am besten hier, weil... Ach, wenn ich sage, ich kaufe das Geländefeld... nicht. Ich schick dich mal lieber nach darüber, bevor du hier rundenlang untätig rumstehst. Genau. Wunderbar. Also ihr seht, es läuft ganz gut. Oh, Genf ist zornig. Wieso? Ah, darum. Natürlich. Der Trupp ist gleich durch. Gottes Willen. Dann wird es wieder besser werden, hoffe ich. Die Kustile, Junzilov, Jan Ulodul, Jokoltin, Teche, Unpachtal, Unmechtalel, Basake.
Zucker gegen Zitronen, das mache ich. Ändert ja erstmal nichts grundsätzlich. Außer ich habe halt Zucker noch nicht und Zitronen halt schon. Und es sind mehr oder weniger alle Städte mit Zitronen bedacht, aber nicht mit Zucker. Dann hätte ich durch eine neue Luxusressource natürlich viel, viel mehr an Zufriedenheit. Was steht hier? So. Jetzt bist du erstmal raus. Da. Und hier, geh wieder auf Erkundungstour. Erkunde die Welt, erkunde die Welt. Und hier baue ich, glaube ich, eine Bibliothek. Das dauert nur 2 Runden. Ich sollte immer etwas an meine Forschung denken. Hier baue ich ein Museum. Hier einfach nichts tun. Oder am besten nicht ausruhen, genau. Das wird jetzt eine Weile dauern. Oh. Die Portugiesen haben aber ganz schön eine ganz schöne Armee zusammengestellt. Ich glaube, ich sollte versuchen, da etwas entgegenzuhalten. Ja, gut, die verbotene Stadt wurde woanders gebaut. Da habe ich jetzt Pech gehabt. Kann ich alles haben? Wahnsinn. Schön. Und hier werde ich, glaube ich, als nächstes erstmal Erkundung einführen. Den ganzen Kultur- und Goldboni für meine Hafenstädte. Und ich habe ja so viele Hafenstädte. Außerdem kann ich dann den Louvre produzieren. Den Louvre erschaffen. Hier würde er 15 Runden dauern. Und hier 17. Würde in Paris länger dauern als in Lille. Ah, durch die Hafenteile. Durch die Wasserressourcen hier. Anscheinend und durch die Meeresressourcen. Ne. Ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht durch die Bergteile erhöhte Produktivität. Das müsste ich jetzt mal kurz schauen. Hier meine Produktivität von 28. Hier von 42. Warum würde der Louvre hier mehr kosten? Was ist hier jetzt der Vorteil? Also er kostet jeweils... So, hier würde er aber 2 Runden schneller fertig sein. Warum? Ich habe hier keine Spezialisten in dem Zusammenhang. Ich muss... Also... So, was haben wir denn alles an Gebäuden? Hier vielleicht eine Mühle? Ne. Das macht keinen Sinn. Das macht doch absolut gar keinen Sinn. Ich aber werde mich davon auch nicht beeinflussen lassen. Also ich werde jetzt hier ein Museum bauen. Ich finde das etwas merkwürdig. Ich muss das nochmal irgendwie rauskriegen. Warum zum Henker... Seehafen ist klar, Stallung. Aber es hat ja auch insgesamt, also eine Produktion von insgesamt
42,9. So. In Paris 42. Ah. Auf die Gesamtproduktivität geht, dann haust du mich wieder hin. Jetzt wäre die Frage, ob ich in Paris nicht... muss ich mal kurz die Weltwunder angucken. Nein. Die Wunder und Weltwunder. Also fangen wir erstmal mit den Wundern an. Ermitage, habe ich noch Plätze frei. Hängende Gärten. So. 50% Kultur. Ostindien Company, ja. Das ist sehr gut. Der Palast, ja, der ist auch super. Ach so, geil. Touch mal rein, was man nicht so alles kriegen kann. Okay, gut. Nun denn. Hätte ich hier sogar noch einen Spezialistenplatz frei. Ich sag mal so, dann warte ich hier noch die drei Runden und dann bauen wir das trotzdem in Paris. Ja. Wunderbar. Achso. Ah, er hat es nicht geschafft, die abschließend zu behandeln. Gut. Ah. Gleich habe ich in Orléans 14 Leute, in Lyon auch, in Troyes habe ich bald 12, in Tours habe ich bald 9 und hier habe ich immerhin bald 5. Sobald der Leuchtturm fertig ist, wird das noch besser. Meine Kultur steigt und steigt und steigt. Schön. Schön, schön. Portugal hat Wirtschaftswesen. Oh, ah, ich habe einen zweiten nicht zugeordneten Spion. Das ist natürlich cool. Den werde ich dann zu den Schweden schicken, wenn es geht. Ja. Bewegen nach Stockholm als Diplomat. Damit er dort für mich Diplomatie betreibt. Tja. Dann schauen wir doch mal, was der Spion so alles da für mich machen kann. Also am liebsten würde ich hier auch wieder eine Küstenstadt errichten. Das geht nicht dazu. Was ist interessant, die Russen haben sich einfach ausgedehnt. Haben sich einfach dort eine Stadt gebastelt. Die haben gar nicht weiter... wie soll ich sagen? Die Russen haben überhaupt nicht... das Gebiet zwischen den Städten hier verbunden. Das ist hier einfach nur eine kleine Kolonie. Interessant. Also ich habe Tours, Orléans, Troyes und Marseille. Das sind meine Hafenstädte. Da profitiere ich dann doch schon ganz schön davon. So, dann als nächstes Werkstatt und erstmal soweit alles fertig habe. Ne, natürlich empfiehlt mein Wissenschafts... okay, Kolosseum. Oder Museum. Hm. Universität. Ach, von Geländefeld Dschungel. Ich baue jetzt als nächstes das Museum und dann... auf. Genau. Noch 4 Runden, dann habe ich 21 Bewohner in Paris. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja.
Ah. Ich kann die nächsten Zitronen anschließen. Der Tag, an dem zwei Armeen sich in einer Sekunde vernichten können, ist der Tag, an dem, so bleibt zu hoffen, alle zivilisierten Nationen umdenken und ihre Truppen auflösen. Tut mir leid, Alfred Nobel, das ist nicht eingetreten. Die Leute hauen sie immer noch auf die Kippe. Und finden das lustig. So. Oh. Hier ist Gold als Luxusressource. Dann könnte ich da... müsste ich auf die Pferde bauen. Und ich baue hier... Gut, schauen wir mal ein bisschen weiter noch. Hier wäre das. Hier wären Bananen. Als Küstenstadt doch gar nicht so ungeeignet. Lund. Ich habe Lund gefunden. Da baue ich jetzt ein Museum. Hier auch in 15 Runden. 44, das ist die Stelle aber eine hohe Produktivität. Und 20 Basisproduktionen. Holla die Waldfee. Ist es in Hongkong nicht so? Nein. Oh. Ha. Na, das wird noch durch die Handelswege und den Druck. Das kriegen wir hin. Genf ist immer noch zornig. Na, ich sollte Genf vielleicht ein bisschen Geld schenken. Ein bisschen. Na, 500 müsste es wohl schon sein. Einfach damit wir... damit sie neutral sind. Ich möchte keinen Krieg riskieren. Marseille ist noch relativ jung. Ich könnte mir wirklich glatt vorstellen, hier, das ist... relativ weit weg zu allen anderen Kulturen. Gut, die Berge stören ein bisschen, aber damit muss ich jetzt leben. Aber auf die Pferde kann ich auch fast verzichten. Ist mir der Kultur nicht lieber als Pferde? Dann werde ich hier die Fregatte noch in Reparatur geben. Ireis considerar esta oferta? Nein, ablehnen. Tut mir leid, ich kann euch kein Geld schenken. Ich werde versuchen, mit den Portugiesen etwas anderes auszuhandeln. Schließlich haben die eine ganz große Armee. Und ich nicht so. Ich habe halt schwer einzunehmende Städte. Wer konvertiert denn hier ständig meine Städte? Oh. Das sind die Irokesen. Die gehen jetzt auf Religion. Oh, ich glaube, es hackt. Ich habe ihnen versprochen, meine Religion nicht zu verbreiten. Dafür verbreiten sie jetzt ihre. Also, das ist frech. Dann schicke ich den mal nach da drüben, den Herrn. So. Und hier mache ich das jetzt einfach so. Oh, ich habe die Römer entdeckt. Saluto. Augustus sum, Imperator et Pontifex Maximus Romae. Si tu es Romae amicus, es gratus. Der Einzige, der den Titel Konsul hat. Da ist auch noch eine archäologische Stätte. Also ich werde das machen. Ich werde hier eine Stadt errichten.
allerdings den anderen nicht so gefällt. So, und hier bauen wir jetzt erstmal die Schafe aus. Genau, damit wir dann eine Stallung bauen können und so weiter. So, und jetzt gebe ich noch den Louvre in Auftrag. Und dann würde ich sagen, beenden wir erstmal wieder unser Let's Play. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Euer Harden.